25 Jahre Arabella, unser großes Jubiläum und das Beste daran, wir feiern und Sie bekommen die Geschenke. Und genau deswegen stehen wir heute hier im Feinkostkäfer in München und beglücken einen Hörer damit, dass er sich hier umsehen darf und vor allem einkaufen gehen darf. So viel, wie das Herz begehrt. Und ich muss gestehen, ich habe schon so einiges entdeckt. Ich bin mal gespannt, was gleich unser Hörer sagen wird. Lieber Peter, als Sie erfahren haben, dass Sie das gewonnen haben, was haben Sie sich da gedacht? Ja, im ersten Moment war ich natürlich etwas nervös, aber mit der Zeit, ich bin gleich durchgekommen bei Radio Arabella, dann hat sich das alles beruhigt und jetzt bin ich hier und kann das hier ganz gut genießen. Jetzt gibt es hier wirklich ganz tolle Sachen, von Geschenken und Deko bis hin über Fleisch, Obst, Gemüse, alles. Was wird heute in Ihrem Einkaufskorb landen? Als erstes Spargel, wir haben Spargelzeit, dazu einen guten Wein. Und zum Abschluss dann ein Shampoos und am Abend dann einen guten Rotwein. Darf sich da die Frau auch über was Schönes freuen? Ich habe schon ihre Liste mitgenommen und ich habe sie sicherheitshalber zu Hause gelassen, weil sonst wird es ja endlos. Das haben Sie ja schon ziemlich clever angestellt. Was steht denn so auf der Liste Ihrer Frau? Natürlich Ostersachen, Süßes und auch Dekor, je nachdem. Ich habe die Liste dabei, ich muss nochmal genau nachschauen. Dann wollen wir den Peter mal nicht mehr länger auf die Folter spannen, dann legen wir einfach mal los. Auf geht's. In den letzten Minuten haben Sie jetzt unseren Arabella-Hörer beim Einkaufen begleitet. Wie war es denn für Sie? Also für mich war es auch eine ganz spannende Erfahrung. Ich war auch schon lange nicht mehr so intensiv bei uns einkaufen. Aber generell hat es einfach Spaß gemacht und Freude. Und wir haben auch einen wunderbaren Hörer, den Sie hier haben, der das Tolle ist, weil wir hier auch jemanden haben, der wirklich Ahnung auch von dem Ganzen hat und genau auch die richtigen Produkte gewählt hat. Also das macht uns natürlich besonders Spaß, wenn man jemanden hat, der einfach auch diese Ware schätzt, die wir verkaufen. Konnten Sie den Peter denn ein bisschen beraten? Der Peter ist so stark, der hat so viel Ahnung, der weiß, also den braucht man gar nicht beraten. Ich habe immer ein paar Themen gesagt, die ich ganz gut finde, aber ich glaube, hier haben wir jemanden, der weiß, von was er redet und der weiß, dass der heute wunderbare Dinge hier gekauft. Das ja. Geld wurde auf den Kopf gehauen, Sie haben schwere Tüten, die Sie mit nach Hause nehmen dürfen. Das, ja. Erzählen Sie mal, was werden Sie denn Ihrer Frau alles mitbringen? Also natürlich, wie schon gesagt, Ostersachen, Süßigkeiten, Deko. Und ein paar Sachen, die sie sich gewünscht hat, wie Pralinen und nochmal so irgendwas Extras. Aber den großen Teil habe ich schon mitgenommen. Aber wenn sie dabei ist, dann werden wir dann nochmal ins Detail gehen. Sehr schön. Und wie war es denn heute für Sie? War es eine schöne Erfahrung? Hat es Spaß gemacht? Ja, das macht immer Spaß, wenn man in diesem Hause einkauft. Heute war es natürlich extrem gut, weil hat mich nichts gekostet. Nur Zeit. Fantastisch. Dann dürfen Sie jetzt Ihre Tüten mitnehmen, Ihre Frau beglücken und ja. Ich hoffe, wir haben einfach noch einen Arabella-Hörer mehr, jetzt unserem 25-jährigen Jubiläum glücklich machen können. Vielen Dank. Arabella.